Hello! So, jetzt warte ich erstmal ein bisschen und stell den nicen Filter ein, damit ihr mich alle gut sehen könnt. Einen wunderschönen guten Abend. Wie angekündigt, heute ein ganz spezielles Live zu einem ganz speziellen Thema. Ui, und da sind auf einmal ganz, ganz viele Leute schon drin. Daher gucke ich jetzt, ob meine liebe Interviewpartnerin auch schon am Start ist. Ansonsten erzähle ich euch natürlich gerne noch mal was zu ihr. Ihr wisst ja, es kommt heute ein ganz, ganz spezielles Live zum Thema Narzissten und häusliche Gewalt. Also ich möchte natürlich auch zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen, dass, guck mal, da ist sie auch schon. So, da habe ich sie, aber ich erzähle euch erstmal was. Und zwar, also Triggerwarnung sei auf jeden Fall ausgesprochen für all diejenigen, die damit ein Thema haben und das Ganze eben noch nicht überwunden haben. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Informationen dazu. Und ich freue mich jetzt, dass die ist. Die Svenja kümmert sich genau um das Thema. Sie hält Vorträge, sie klärt auf, sie kümmert sich um Betroffene. Und jetzt habe ich sie wahrscheinlich zu lange gehalten, deswegen klappt es jetzt noch nicht mit der Anfrage. Super. Oh nein, da ist sie, großartig, liebe Svenja. Oh. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Gut. Lieben Dank für die Einladung. Aus tiefstem Herzen, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich habe schon ein bisschen erzählt, das ist genau dein Thema. Du kümmerst dich um Betroffene, du klärst auf, du hältst Vorträge, du machst natürlich auch eine großartige Arbeit auf deinem Instagram-Account. Ich werde natürlich das Video speichern und teilen und dich dann auch nochmal verlinken. Also wer Bedarf hat, wer Interesse hat, kann dir natürlich auch sehr, sehr gerne folgen. Also vorab nochmal an alle, jetzt sind nochmal ein paar mehr dazu gekommen. Triggerwarnung, es geht um häusliche Gewalt, es geht um Narzissten und Svenja ist natürlich nicht ohne Grund zu diesem Thema gekommen, sondern du warst auch in einer toxischen Beziehung und die ist richtig ausgeufert, wenn ich das mal so frei sagen darf. Es gab Tötungsversuche, also wirklich bis ins Äußerste und darüber wollen wir sprechen, aber natürlich auch wie man es erkennt und wie man da rauskommt, denn deine Geschichte ist zum Glück für dich gut ausgegangen. Und das freut mich natürlich ganz besonders, dass du jetzt eben auch dir Zeit genommen hast, um so ein bisschen aufzuklären. Ja. So, ja, wir müssen das Ganze natürlich nochmal besprechen, weil für Außenstehende wie mich ist es tatsächlich, wie soll ich sagen, schwer zu begreifen, doch irgendwie schon. Aber mich schreiben halt auch ganz viele, natürlich insbesondere Frauen an, natürlich kann das auch Männer treffen, aber die Hauptzielgruppe sind nun mal Frauen, die dann sagen, man kommt da nicht so einfach raus. Aber Svenja, wenn du jetzt mal rückblickend auf deine Beziehung guckst, wo hättest du denn bereits stutzig werden können? Im ersten Moment. Das war wirklich der erste Moment. Ich habe, meine Freundin hat damals in der Diskothek zu mir gesagt, schau mal, der Typ schaut dich die ganze Zeit an. Und da habe ich zu ihr gesagt, boah, der hat aber ganz schön böse Augen. Das war der erste Moment, mein erstes Bauchgefühl. Und ich habe ihm das an dem Abend auch noch, als ich mit ihm eine Unterhaltung hatte, auch gesagt. Ich habe gesagt, du kannst, glaube ich, ganz schön böse sein, deine Augen sprechen Bände. Und hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, wäre mir das Ganze erspart geblieben. Also es ist wirklich so, dass wenn man intuitiv spürt von Beginn an, pass auf dich auf, da stimmt irgendwas nicht, sollte man das Ganze ernst nehmen. Denn tatsächlich war es so, dass es wirklich so gekommen ist, dass viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, letzten Endes dieses Bauchgefühl auch hatten und es einfach übergangen haben. Und das war wirklich so, dass die am Anfang schon das Gefühl hatten, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier anders, als es sonst ist. Und das war schon der Punkt, wo ich hätte sagen müssen, nein, also irgendwie sagt mir da mein Bauch, da kann was nicht stimmen und ich hätte da wegbleiben müssen. Aber das ist,
Das ist so krass, ne? Also gerade, also ich glaube ja tatsächlich, ich mag ja Pauschalen eigentlich nicht, aber ich glaube ja wirklich, dass viele Frauen ein gutes Bauchgefühl haben. Aber fast genauso viele Frauen stellen sich dann dagegen. Das ist echt verrückt eigentlich, dass das so ist. Also daher kann man wirklich nur gut, dass du das ansprichst, wirklich Frauen darin bestärken, auf die innere Stimme zu hören. Also aber 90% soll, also würde ich sagen, spüren das. Also spüren einfach, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Du bist dann aber so geblendet auch durch diese charmante Art und die haben sehr, sehr stark dieses Bedürfnis nach außen so zu glänzen, dass sie sich einfach so super verstellen können und auch so charismatisch sind, dass du dann denkst, ach nee, da täusche ich mich bestimmt. Aber innerlich spürst du schon ganz genau, da stimmt was nicht. Charisma ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort beim Thema Narzissten. Also das ist ja auch dein Spezialgebiet, sag ich mal so salopp. Das sind schon auch Leute, die eine spezielle Ausstrahlung haben, ne? Also kannst du das mal so ein bisschen, klar, Verallgemeinerungen sind immer so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, durchaus mit deiner Erfahrung kannst du schon so ein paar Kennzeichen ausmachen, warum man sich dann eben dann doch gegen sein Bauchgefühl stellt. Ja, also die haben eine ganz starke Ausstrahlung. Die haben dieses typische, also man sagt ja immer, die Frauen stehen so auf Arschlöcher. Das wird ja immer so salopp gesagt, aber es ist tatsächlich so. Ja, also es sind diese Typen, die groß sind, breit sind, dunkle Haare. Also ich sage immer so, dieser Coca-Cola-Typ von früher, der dann da die Wände hoch ist, so haben die wirklich diese Ausstrahlung und kommen auch so rüber. Und du bist dann, also ich weiß immer, wenn mein Ex-Partner irgendwo reingekommen ist, alle Frauenaugen sind auf ihn gefallen, ja, weil er diese, ich kann es nicht beschreiben, er hat einfach diesen Raum auch nicht, also erleuchtet, das möchte ich nicht sagen, weil es eben eher dieses geiler Typ war. Mhm. Bei dem ist es ja eher dann so, dass du sagst, okay, der hat was ganz, ganz Helles, aber das war es eben nicht, sondern es war echt dieses Aussehen und dieses Auftreten und dieses, ja, dieses selbstbewusste, aufgesetzte, selbstbewusste Art, wo dann eben nach außen die Frauen auch so in ihren Bann ziehen. Also ich kann es ganz schwer beschreiben. Und das ist etwas, das haben ganz, ganz viele Narzissten. Und nicht nur von der Äußerlichkeit, sondern auch, ja, dass sie gut sprechen können, dass sie sich gut verkaufen können. Und das ist letzten Endes ja auch das, warum es so schwierig ist, als Außenstehende, der mit diesem Thema noch nichts zu tun hatte, auch einen Narzissten zu erkennen und auch dann dem Opfer zu glauben. Denn nach außen haben die einfach immer eine ganz andere Art, sich zu präsentieren, als sie das dann hinter verschlossenen Türen tun. Das ist, glaube ich, auch noch mal was. Also diese krassen Unterschiede. Ich glaube, wenn dein Partner, deine Partnerin in Gesellschaft anfängt, dich klein zu machen, dann gehen die Alarmglocken schon so ein bisschen lauter an. Dann sprechen dich vielleicht auch die FreundInnen an und sagen, sag mal, das ist aber nicht in Ordnung, was der, die da mit dir macht. Aber wenn der so krass anders ist hinter verschlossenen Türen, das ist heftig. Haben denn überhaupt, hat dein Umfeld überhaupt reagiert? Also haben die vielleicht an dir auch eine Veränderung bemerkt? Ja, sofort. Also es war wirklich so, dass wir im August zusammengekommen sind und Ende September war ich mit meiner Schwester zusammen auf einem normalen Volksfest und er ist weggegangen, weil er in die Nachtschicht musste und ich habe sofort mich verändert. Ich habe nichts mehr machen können ohne ihn. Also ich war schon so emotional abhängig von ihm, dass mir überhaupt nichts mehr ohne ihn Spaß gemacht hat, dass da einfach schon mein Umfeld gesagt hat, Svenja, was ist mit dir los? Du bist ganz anders, wie du sonst bist. Du hast irgendwie deine ganze Ausstrahlung, deine Freude verloren. Das hängt alles an diesen Typen. Und so ist das dann auch immer in diesen 5 Jahren Beziehung auch immer weitergegangen. Also meine Freunde haben das alle gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Aber letzten Endes haben sie mich auch nicht retten können. Also ich musste da alleine dahinter kommen. Sie wussten sehr genau, was da passiert. Und sie haben mich auch gewarnt und haben mir auch alle Hilfestellungen gegeben. Aber man kann das selber nicht greifen. Man ist selber in so einer Situation gefangen, was ich niemals gedacht hätte. Ich bin auch eine starke Frau normal gewesen und habe immer gesagt, mir passiert sowas nicht. Wenn mich einmal jemand schlägt, bin ich weg. Und dann auf einmal in dieser Situation zu stecken und dann kann man nicht weg, weil man
manipuliert ist, weil man der Gehirnwäsche unterzogen wurde, weil man so klein geredet wird, dass man auch gar nicht mehr die Kraft aufbringen kann, da rauszugehen, weil einem alles fehlt, einem fehlt das Selbstbewusstsein, die Kraft, dass es nicht mehr möglich ist. Und das muss man erstmal selber auch verstehen, warum passiert mir das? Und das ist der Grund, wo ich damals gesagt habe, als ich dann letzten Endes erfahren habe, was mir passiert, und da musste ich ganz alleine dahinter kommen, habe ich gesagt, das war der erste Impuls, dass ich gesagt habe, wenn ich das hier rausschaffe, muss ich darüber aufklären, weil da weiß niemand was drüber. Und das ja. war der Anfang, das war vor 7 Jahren, da wusste ja auch keiner, was passiert da eigentlich. Ich finde das so super, dass du das machst, weil genau um dieses Bewusstsein geht es auch, ne? Weil du vorhin erzählt hast, man will nur noch zu zweit was machen. Ich meine, das kennt man ja aus dem Verliebtsein, ne? Aber es geht eben genau um diese Grenze. So, warum klammer ich mich so? Diese kleinen Signale, du hast mir ja auch erzählt, dass dann so Bemerkungen kamen, als du irgendwie ein paar Schuhe kaufen wolltest, dass dann irgendwie kam, nee, und das wird dir nicht stehen. Also diese Bevormundung. Ich meine, das ist so, das sind so ganz, ganz kleine Anzeichen, die sich aber dann in deiner Beziehung tatsächlich hochgeschaukelt haben. Und als dann zum ersten Mal die körperliche Gewalt stattgefunden hat, ist natürlich bei mir auch wieder die Frage, warum geht man dann nicht sofort? Was hält einen zurück? Und ich weiß, das ist ein Riesenthema, weil mich schreiben viele und sagen genau das, man ist nicht in der Lage zu gehen. Ja. Warum? Wirklich so. Also als allererstes hast du den Impuls zu gehen. Du willst gehen. Ich habe dann auch gesagt, fahr mich nach Hause. Ich brauche meine Ruhe. Ich will in Ruhe gelassen werden. Und dann kommt diese Mitleidsschiene. Dann kommt er und sagt, es tut mir leid, was habe ich da nur getan? Und du bist ja noch völlig perplex. Du weißt ja gar nicht, was dir da eigentlich in dem Moment, du kannst es gar nicht realisieren, dass der dir da wirklich gerade eine gepfeffert hat. Ja? Mhm. Dann kommt diese Schiene, ich mache das nie wieder, ich tue das nie wieder, ich weiß nicht, was da. Und das kommt ja auch alles, und das ist auch ein ganz großes Indiz für Narzissten, die können dir das 1:1 so verkaufen, dass du das glaubst, emotional auch. Und ich habe das geglaubt. Ich habe gedacht, okay, das war ein Ausrutscher seinerseits. Ich liebe ihn. Ich möchte ihm die Chance auch geben. Und genau das war sein Türöffner praktisch. Er hat beim ersten Mal gewusst, ich lasse mir das gefallen. Und das war praktisch dann der Türöffner zu allem, was dann gefolgt ist. Ja? Und es ist so, wenn sie dich einmal am Haken haben, Köder haben, dann kommst du davon nicht mehr so schnell runter, weil es einfach eine Spirale ist, die immer gleich abläuft. Ich kann dir sagen, Ruth, ich habe so viele Nachrichten gelesen in der Selbsthilfegruppe. Ich könnte dir unterschreiben, dass das 1:1 mein Ex-Partner unterschrieben hat und diese Nachricht geschrieben hat und diese Nachrichten hundertfach. Die Narzissten wählen immer die gleiche Sprache, immer die gleiche Ausdrucksweise. Es ist der Wahnsinn, dass du die Bücher liest und denkst, das ist meine Geschichte, die hier niedergeschrieben wird. Und jeder gleich. Und das ist etwas, wo ich auch sage, da muss auch dann die Bundesregierung ins Spiel kommen, denn das kann man erkennen. Das ist nichts, was man nicht erkennen kann, wenn man ein bisschen geschult ist. Und deswegen finde ich das so wichtig. Wenn ich das richtig verstehe, also es kam zu Gewalt und es wird quasi umgedreht. Also er geht in die Opferrolle und sagt, du bringst mich dazu, ich arme Socke, ich kann ja nichts dafür und du bist die Größte, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Solche Sachen kommen dann zum Beispiel, um das besser zu verstehen? Tatsächlich kommt es auch, und ich habe auch viele Frauen, die dann tatsächlich einen Narzissten an einem Suizid verloren haben, weil das das letzte Mittel waren. Also ich kenne jetzt mittlerweile auch 3 Frauen, wo das so passiert ist. Aber meistens ist es in den Großteilen so, dass es einfach nur psychischer Druck ist. Aber es ist so, dass die Narzissten das sehr, sehr gut können. Beispielsweise ist das ja ein Kreislauf, und wenn diese letzte Phase ist die Entsorgungsphase, du wirst praktisch als Opfer entsorgt, und dann kommen sie irgendwann wieder zurück, wenn sie diese emotionale Nahrung von dir brauchen, weil du nährst sie ja mit deinen positiven Energien, nährst du sie. Und wenn sie das
wieder brauchen, weil sie es woanders nicht finden, kommen sie wieder zu dir zurück. Und dann geht der Kreislauf wieder von vorne los. Aber in dieser Phase schaffen die das so gut, sich abhungern zu lassen, auszusehen, wie wenn sie fix und fertig sind. Also du denkst, das Leiden Christi liegt vor dir. Es war immer bei uns so. Und ich höre das so oft, dass das auch bei den anderen so abläuft, dass die wirklich so fertig sind, dass du das natürlich auch glaubst und denkst, mein Gott, der leidet ja so wahnsinnig, der ändert sich jetzt. Ja? Und klar ist es so, dass du nach einer Zeit merkst du ja, dann ändert sich gar nichts. Aber du hast diese Hoffnung immer wieder, weil es ja dann bei der nächsten Phase wieder mit dieser Love-Bombing-Phase anfängt. Das heißt, er überschüttet dich wieder. Du bist zu mir zurückgekommen. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Jetzt schaffen wir es. Jetzt kriegen wir das alles hin. Und dann bist du wieder in der Hoffnung. Und dann passieren wieder die Dinge. Und diesen Kreislauf erstmal zu verstehen und zu begreifen und dann auch zu verinnerlichen, das dauert einfach auch seine Zeit. Und die muss man auch jedem Menschen geben, das auch zu verstehen. Meinst du, es besteht die Möglichkeit, ich versuche ja immer positiv zu denken, ne, dass sich ein Narzisst oder eine Narzisstin, wenn sie sich in Therapie begibt, dass man das dann lösen könnte, also außerhalb der Beziehung, weil ich glaube, eine Beziehung ist da eher hinderlich, weil, wie du ja gerade sagst, du nährst ihn mit deiner Emotion, mit deinem positiven Dasein, aber können die sich denn auch helfen lassen? Also dadurch, dass der Narzisst ja immer die Fehler im Außen sucht, ist es für den Narzissten ganz schwer, seine Fehler bei sich selber zu suchen. Also er wird niemals kommen und sagen, ich habe ein Problem, weil ich etwas falsch mache, sondern er sucht immer das Problem im Außen. Wenn er einen guten Therapeut hat, wird der Therapeut es erkennen. Aber meistens ist es so, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Also entweder der Narzisst ist irgendwann so fertig, weil er keine Nahrung mehr bekommt, dass er depressiv wird und dann sich einen Therapeuten sucht, weil er depressiv ist. Mhm. Oder er wird eben so alt, dass er irgendwann sich alles kaputt gemacht hat und dann im Alter alleine dasteht und das nicht aushalten kann und dann einen Therapeut sucht. Wenn er einen guten Therapeut hat, wird er das finden und sagen, mhm, gut, da stimmt was nicht. Aber dass er sich ändert, weil er sieht, dass er Fehler macht. Also ich kenne niemand und ich weiß auch, ich arbeite ja mit der Christine Merceda zusammen. Das ist ja die Psychoanalytikerin, die das Buch Wie schleichendes Gift geschrieben hat, mhm, die da, ich glaube, über 20 Jahre schon auswertet und macht. Sie hat noch keinen Fall erlebt, wo sich jemand wirklich dann hat auch ändern können. Ja, weil das ja auch meistens darauf beruht, dass diese Menschen selbst als Kinder missbraucht wurden. Ja, dass ein Missbrauch vorausgegangen ist. Und bei meinem Ex-Partner beispielsweise war das so, dass das schon die dritte Generation war, wo diese Art Männer, ich sag jetzt mal, herangezüchtet wurden. Ja, die also so erzogen wurden. Und ja, für mich war dann damals einfach klar, ich möchte nicht, dass mein Sohn mal so wird. Und mir war klar, dass ich möchte, dass er normal aufwächst und auch weiß, was es heißt, ein normales Leben zu führen. Und ja, das war dann einfach etwas, wo ich gesagt habe, ich muss auch für meine Kinder gehen. Du sprichst gerade deinen Sohn an. Das ist nicht euer gemeinsames Kind, sondern du hast den Sohn ja schon vorher. Der, ne? Kleine, unser gemeinsames Kind. Oh, Wahnsinn. Das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Verantwortung, Svenja, wenn da noch ein Kind im Spiel ist, weil ich glaube, dass man selber sehr leidensfähig ist, aber wenn dann das Kind sowas mitbekommt und genau wie du sagst, du wolltest ihm das ja nicht vorleben, ja. Wie hart war das für dich, als dein Sohn das auch mitbekommen hat, dass er dich so dominiert hat, dass er dich psychisch und physisch gewalttätig angegriffen hat? Ja, also ich habe ja noch zwei größere Kinder, für die das noch wesentlich schlimmer war und für die Kinder sind einfach heute auch noch traumatisiert und wir haben noch einen langen Weg vor uns, um das auch einzudämmen. Für den Kleinen war es so, dass er die Gewalttaten einfach so miterlebt hat, dass er auf meinem Arm war, dass er mich also auch zusammengeschlagen hat, als ich den Kleinen auf dem Arm hatte und er dann auch blaue Flecke davon getragen hat und mich in der Türkei im Urlaub in die Regale geschmissen hat und ich den Kleinen auf den Arm hatte. Und also
ich denke, im kindlichen Unterbewusstsein ist da was hängen geblieben. Er kann das nicht verbalisieren und er kann sich da auch nicht ausdrücken, aber er kann auch nicht viel Lautstärke, das kann er einfach nicht so aushalten. Also er ist eher jemand, der braucht immer die Ruhe, ja, und braucht viel Zeit mit sich selber. Und ja, ich glaube schon, dass er da innerlich was verankert hat. Aber ich sag mal, ich glaube, es ist einfach wichtig, ihm jetzt ein normales Leben vorzuleben, was wir ja auch seit 5 Jahren ganz normal führen mit einem ganz normalen Partner und wo er einfach, wo auch keiner der Kinder mehr Angst haben muss, jemals wieder in so eine Situation zu kommen. Aber es war einfach dieser Weg, und das möchte ich auch nochmal ganz klar betonen, Ruth, in dem Moment, wo man dann die Trennung letzten Endes einleitet, das ist ja dieser gefährlichste Zeitpunkt, weil ja dann diese ganzen Femizide auch oftmals passieren, ja, weil dann eben diese Narzissten oder auch die Gewalttäter die Kontrolle über ihr Opfer verlieren. Und in dem Moment, wo man ihnen die Kontrolle abnimmt, kann es sein, dass im Gehirn was ausragt, hakt und dass sie dann wirklich als letztes Mittel sehen, die ganze Familie oder eben die Frau auszulöschen. Ja? Und wenn man die neuen Zahlen betrachtet, ich habe es mir mal heute aufgeschrieben, ja, 139 Tote 2020, das waren 3,7% mehr wie 2019. 4 von 5 Opfern waren Frauen. Und wir hatten 148.031 angezeigte Gewaltstraftaten, die unter häuslicher Gewalt beschrieben wurden. Die Dunkelziffer ist natürlich, geht ins Unermessliche. Also das muss man einfach... Über die Anzeige sprechen wir gleich nochmal. Das ist ja auch alles nicht so einfach. Ich bin einfach so froh, dass deine Geschichte gut ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz, lass uns genau über diese Wackelphase sprechen. Also wie hast du dann dich entschlossen zu sagen, ich muss das beenden, und wie konntest du es dann letztendlich realisieren? Also wie hast du es da rausgeschafft? Ja, also ich habe 5 Jahre lang tiefenpsychologische Therapie gemacht, um dann auch letzten Endes das, die Kraft wieder zu haben, da auszusteigen. Und das war wirklich eine Situation, wo ich dann gewusst habe, es wird sich niemals etwas ändern. Ich habe jetzt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich sterbe daran, weil irgendwann wäre das so schlimm geworden, dass ich da mein Leben verloren hätte. Das weiß ich auch. Oder ich gehe jetzt. Und ich habe mich dann für den Weg im April 2017 entschieden zu gehen und habe aber mir noch nicht um die Folgen auch Gedanken gemacht. Und da ist so viel dazwischen passiert. Also er hat uns über 1,5 Jahre gestalkt. Er ist meinen Kindern in die Schule nachgefahren. Er ist dem Bus nachgefahren, in dem mein Sohn in die Schule gefahren ist. Es ging bis dahin, dass er irgendwann bei uns in Ägypten im Hotel stand, im Urlaub, im Garten. Oh. Und mich anrief und sagt, komm mal raus. Und ich gesagt habe, ich bin im Urlaub, ich bin nicht da. Und da sagte er, komm mal raus, ich bin draußen, und hat sich dann da eingeschlichen. Und also meine Freundin war mit mir im Urlaub. Es war, ich kann es nicht beschreiben, wenn man das erlebt und wenn man, man ist dann in so einer Schockstarre, man kann das alles auch nicht realisieren und man denkt, man hat Wahnvorstellungen, ja. Ich lebe in einem ganz kleinen Ort, da haben mich dann die Leute angerufen, die haben dann gesagt, Svenja, pass auf, der fährt wieder Streife, und es war 7:30 und der ist wieder an eurem Haus 2-mal hin und her gefahren. Also man dreht schon durch irgendwann, ja. Und ich bin ja noch ein Typ, der das sehr offen macht und auch mir die Hilfe beim Weißen Ring geholt hat. Ich war bei Frauen helfen Frauen. Aber letzten Endes, das Aushalten muss man alles alleine. Es ist niemand da. Der vom Weißen Ring hat damals gesagt, Frau Beck, was erwarten Sie von uns? Wir können Ihnen keinen 24-Stunden-Schutz vor die Tür stellen. Ja, letzten Endes hat er ja recht, aber wie fühlt man sich? Weil man kann sich selber kaum beschützen und seine Kinder, man will ja die Kinder beschützen und man kann ja nicht die 24 Stunden an einen Ketten, ja. Und das ist etwas, was so fatal ist für die Frauen, die das betrifft, dass man das unterschätzt, dass man sagt, geh doch einfach. Ja. Ja, was dann da kommt, das muss niemand aushalten, das müssen die Frauen aushalten. Und was ja jetzt, das war zu meinem Zeitpunkt Gott sei Dank auch nicht so, wir haben ja jetzt aktuell einen Stand von dieser Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, die Täter fangen an, die Frauen dafür verantwortlich zu machen, und die Frauen kriegen ihre Kinder weggenommen.
Ich habe das in meiner Selbsthilfegruppe so oft, dass die Kinder den Frauen weggenommen werden, weil sie nicht kompromissbereit sind. Ich habe eine Freundin, die hat, da war das Jugendamt da und die haben gesagt, ja, warum haben Sie denn kein Foto des Vaters hier hängen? Und da hat meine Freundin gesagt, ja, würden Sie sich ein Bild von einem Vergewaltiger in Ihr Zimmer hängen? Und da sagte sie, ja, aber das ist doch der Vater des Kindes. Also es wird alles einfach umgedreht. Ja, und dann ist er wieder das arme Opfer und die Frauen sind die, die keine Kommunikation stattfinden lassen und die können sich erklären und es tut sich nichts. Es tut sich nichts und keiner glaubt diesen Menschen. Absolut, und also mir sind auch Fälle bekannt, in denen die Kinder dann so unter Druck gesetzt werden und dann vom Täter so manipuliert werden, dass sie auch falsche Aussagen machen. Das muss man auch wissen. Ja. Und da sind den Ämtern dann auch die Hände gebunden. Das ist wirklich, es ist so unfassbar und ich finde das so mutig, was du da gemacht hast. Man muss ja auch dazu sagen, dass er zweimal versucht hat, dich mit dem Auto umzufahren. Ja, einmal. Also es einmal. War 13. Gut, einmal. Ja, ja, reicht trotzdem, genug. Svenja. Nein, ich wollte es nur richtig stellen. Also ja, pardon, Entschuldigung. Kein Problem, um Gottes Willen. 2013 hat er versucht, mich mit dem Auto zu überfahren, nachdem wir in einem Indoor-Spielplatz gewesen sind und eine Frau, also er hat mich verbal über eine Stunde lang niedergemacht und eine Frau, eine Psychologin hat sich dann eingeschaltet, die das Ganze mitbekommen hat und hat mir gleich ihr Visitenkärtchen gegeben und hat gesagt, weil sie ihn eben so rund dann gemacht hat und hat gesagt, sie wüsste genau, was passiert, dass das in irgendeiner Art und Weise eskaliert. Und hat mir ihr Kärtchen gegeben, dass ich das abgeben kann bei der Polizei, wenn irgendwas passieren sollte. Da wusste ich noch gar nicht, was mir eigentlich blüht. Da wusste ich ja auch von Narzissmus noch nichts. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo er sich so ertappt gefühlt hat, dass er dann draußen, ich mit einem Bein im Auto stand und er den Rückwärtsgang eingeschalten hat und rückwärts gefahren ist und ich aus dem Auto rausgeschliffen bin und er dann fast über mich drüber gefahren wäre, aber das Schlimmste mit meiner Tochter dann im Auto weggefahren ist, so dass die Leute sich wirklich vors Auto und den zum Anhalten gezwungen haben. Und das war wie so ein Film, den ich nicht beschreiben kann. Das war ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und ja, 2016, als der Kleine dann 6 oder 7 Wochen alt war, hat er versucht, mich nach einem verlorenen Spieleabend zu erwürgen. Ja, und da habe ich ihn ja dann auch anzeigen müssen. Da kommen wir zur Anzeige. Ich habe ihn anzeigen müssen, weil ich beispielsweise Neigzeichen auf der Rippe hatte. Also es war ganz klar ersichtlich, dass es Verletzungen von häuslicher Gewalt waren. Und die Ärztin richtig reagiert hat und gesagt hat, Frau Beck, Sie haben jetzt die Möglichkeit, entweder Sie zeigen ihn an oder wir müssen eine Anzeige von Amts wegen machen. Und da war dann so dieser Knackpunkt, wo ich gesagt habe, nein, ich fahre jetzt auf die Polizei und ich zeige ihn an. Anzeigen ist extrem wichtig. Also das sage ich ja auch bei, wenn das anfängt im Internet, weil nur weil es eben digital passiert, ist es noch lange nicht irgendwie, dass es nicht existiert. Nichtsdestotrotz tun sich da ja auch unsere Behörden und unser Justizministerium sehr schwer, den Sachen hinterherzugehen. Es wird immer begründet mit zu wenig Personal oder sonst irgendwas. Svenja, kannst du da auch eine Hilfestellung geben, auf was man da auch achten soll? Also du hattest das Glück, in Anführungszeichen, dass hier da die Ärztin einfach auch zur Seite gestanden hat. Aber wie du schon sagst, oft ist man einfach komplett alleine. Was ja. macht man da? Also es ist mittlerweile so, dass man sich auch den Ärzten offenbaren kann, ohne gleich eine Anzeige zu stellen. Also die müssen die Verletzungen aufnehmen, müssen die auch archivieren, sodass man praktisch ein Jahr lang darauf zurückgreifen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass wenn einem sowas passiert, dass man das auf jeden Fall macht, dass man irgendwas in der Hand hat letzten Endes, wenn es dann wirklich darum geht, Anzeige zu erstatten, wenn es um Sorgerechtsstreits geht, dass man was
beweisen kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das war zu meinem Zeitpunkt beispielsweise noch nicht. Also damals war noch das Gesetz, dass, wenn sowas bekannt ist, angezeigt werden muss, also auch von Amts wegen. Das kann man heute archivieren lassen. Das ist super. Also das finde ich ein super Hinweis, weil du ja vorhin auch gesagt hast, der Typ, wenn der eine Vorladung kriegt, der wird ja aggressiv, der wird ja dann noch gewalttätiger, der fühlt sich provoziert und im Zweifel geht das dann richtig schlimm aus. Also an der Stelle, ich mache ja auch immer gerne dieses Zeichen, wenn irgendwas passiert, wenn man nicht offen reden kann, dass man wirklich dieses Zeichen hier macht, dass es eben der internationale Hilfe ruft, das, was nicht stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu wissen und zu verbreiten. Aber das mit dem Archivieren finde ich einen wahnsinnig guten Hinweis. Vielen Dank dafür an der Stelle. Aber ja, Anzeigen ist wichtig und auch so frustrierend das ja manchmal ist, wenn dann die Beweise fehlen, in Anführungszeichen nicht ausreichen, aus was für Gründen auch immer, die wollen wir gar nicht diskutieren, weil es ist manchmal wirklich absurd. Aber ich glaube trotzdem, je mehr Anzeigen reingehen, desto größer wird das Bewusstsein für dieses Thema. Also wenn man die Möglichkeit hat, dann im Idealfall vielleicht auch mit einer Vertrauensperson zur Polizei gehen oder eben dann über den Arzt, über die Ärztin. Oder auf jeden Fall eben über die öffentlichen Hilfestellen. Also bei Frauen helfen Frauen. Es gibt ganz, ganz viele Gewaltschutzstellen mittlerweile deutschlandweit. Einfach mal googeln. Gleichstellungsbeauftragte kontaktieren. Also wirklich gucken, dass sie da vernetzt sind. Und auch sich da die Hilfe holen. Denn umso mehr Menschen man einschaltet, umso besser kommt man auch mit der Situation klar. Also das habe ich gespürt. Ich habe mich zwar alleine gefühlt, aber ich habe trotzdem gedacht, ich tue alles. Also ich habe irgendwas auch noch selber in der Hand. Und das ist letzten Endes auch ganz wichtig, letzten Endes dann auch diesen Schlussstrich zu ziehen, um zu merken, ich kann auch wieder aus dieser Opferrolle aussteigen. Ja, von dieser passiven Opferrolle wirklich wieder in die Aktivität. Genau, Weißer Ring verlinke ich natürlich auch. Aber ich glaube, all diese Adressen findet man dann auch bei dir auf dem Instagram-Kanal. Falls es dann auch zu schnell geht oder irgendwas fehlt, da kannst du sicher auch weiterhelfen. Als du es geschafft hast, dich zu trennen, die Anzeige gemacht hast, es wurde schlimmer. Du hast erzählt, dass du dir Hilfe gesucht hast, dass du auch eine Therapie gemacht hast. Wird das denn bezahlt? Also ist das denn so einfach, da auch eine Therapie zu bekommen? Also ich hatte Glück, dass ich schon bei einer Therapie angebunden gewesen bin, aber letzten Endes im Moment zu der aktuellen Zeit eine Therapie zu bekommen, ist so schwierig und man muss sich wirklich, wirklich kümmern. Aber was ich auf jeden Fall ans Herz legen kann, sind Traumaambulanzen. Mhm. Das ist was, ja, nicht ganz Neues, aber es ist relativ neu. Das sind Traumaambulanzen und man befindet sich in diesem Akutstadium dann in einem Trauma, ja, die einem aufnehmen müssen, die gibt es in jeder größeren Stadt, und sich ruhig dort mal hinwenden. Und die fangen einen auch erstmal auf und helfen auch wiederum, solange bis man eben einen Therapieplatz hat. Also das auch gerne mal googeln. Mhm. Traumaambulanzen deutschlandweit, findet man eine ganze Liste, ich glaube 34 Seiten. Also in jeder Nähe gibt es eine Traumaambulanz. Solange ihr keine Hilfe habt, ruhig dorthin wenden und gucken, dass ihr dort angebunden werdet. Und ansonsten kann ich nur raten, eine Therapie zu machen, weil ohne Therapie wird es sehr, sehr schwierig, aus dieser Opferrolle dann auch letzten Endes rauszugehen, weil man verharrt ja dann da drin. Man ist ja auch irgendwann dann so perspektivlos und kommt einfach nicht mehr mit dem Denken auch da raus. Ja, man ist dann so da drin, das versteift sich so, mein Leben ist vorbei, es bleibt alles, wie es ist. Und sind einfach Möglichkeiten, die arbeitet mit einem. Aber man muss sich natürlich auch drauf einlassen. Ja, das ist wirklich harte Arbeit, auch an sich selber. Es ist wahnsinnig krass, wie viele Frauen hier auch schreiben in den Kommentaren. Es ist so, als würdest du ihre Geschichte erzählen. Also viele sprechen, fühlen sich wirklich angesprochen. Du sprichst wirklich ganz, ganz vielen aus der Seele. Also ich glaube hier auch nochmal die Betonung darauf, sich auszutauschen, um auch dieses Bewusstsein zu schaffen. Da wird eine Grenze überschritten, auch wenn es eine seelische Übergriffigkeit ist. Auch das gehört in keine
anständige Beziehung. Auch das ist Grenzüberschreitung, das muss man ganz klar nochmal sagen. Dein Fall ist natürlich unfassbar, aber es fängt ja auch schon mit der psychischen Gewalt an. Und auch das ist einfach nicht in Ordnung und das muss keiner für sich akzeptieren. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Svenja, sag mal, wie ist es denn für uns Außenstehende? Weil du immer sagst, man ist eben sehr alleingelassen. Die Freunde kriegen eine Veränderung mit. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man da am Anfang auch blind vor Liebe in Anführungszeichen ist und das gar nicht hören will. Aber woran könnte ich denn als Außenstehende auch was erkennen und wie kann ich denn da auch Hilfe anbieten oder eben nicht? Also wo passt es, wo passt es nicht? Was würdest du da empfehlen? Also was ich auf jeden Fall empfehlen muss, also oder kann, ist nur das, was ich selber auch gefühlt habe. Und das ist einfach in dem Moment, wo, also es gibt ja die Menschen, die einen dann unter Druck setzen und die sagen, du musst dich jetzt trennen und das kannst du doch nicht hier machen lassen und merkst du nicht, was das für einer ist. Da erreicht man nur das Gegenteil. Man läuft da völlig vor eine Wand. Also das habe ich auch überhaupt nicht annehmen können. Wichtig ist, das Ganze immer wieder zu verbalisieren, also zu spiegeln. Ja, spiegeln ist ganz wichtig, zu sagen, hier Svenja, oder ich sage jetzt als Beispiel, Ruth, siehst du nicht, was dir da passiert? Schau doch mal, was er da tut. Findest du das in Ordnung für dich? Mhm. Das ist eine ganz neutrale Ebene, mit einer betroffenen Person zu sprechen. Man tut nichts bewerten, also du bewertest niemanden. Mhm. Dem Opfer die Möglichkeit, selber darüber nachzudenken. Und man muss sich immer dessen bewusst sein, dass das dauert. Also alles, was meine Freundinnen mir gesagt haben, geraten haben, war alles hier drin gespeichert. Ich habe es nur nicht gleich umsetzen können. Aber immer wieder, wenn ich über die Gedanken, also wenn ich gewusst habe, was da passiert und wenn ich drüber nachgedacht habe, konnte ich das wieder aufrufen und habe gedacht, ah, schau mal, die Doro hat dir damals das gesagt, die Sonja hat dir das gesagt und konnte das auch wie so ein Puzzle zusammensetzen. Mhm. Und das bringt viel mehr, wie wenn ich als Angehöriger oder Freundin hingehe und sage, du musst jetzt aber so und so handeln, weil das schiebst du dann weg. Das ist ja noch mehr Druck zu dem Druck, den du eh schon hast. Ja, und ich, das möchte ich auch noch mal betonen. Das ist egal, ob die Frau Kinder hat oder alleine ist mit dem Partner. Sie läuft den ganzen Tag, man muss sich das vorstellen, wie auf Eiern zu laufen. Immer ausbalancieren, mache ich jetzt was falsch? Sage ich was falsch? Wie ist er heute drauf? Was ist heute sein Zustand, wenn er von der Arbeit kommt? Ja, also ich kann da vielleicht mal ein kurzes Beispiel nennen für das, was mir so am schlimmsten, also das war für mich so mit einer der allerschlimmsten Situationen. Ich hatte damals zwei Hunde und die haben halt gehaart, wie halt Hunde haaren, ist ja klar. Und montags, er hatte Nachtschicht, ist ins Bett gegangen und ist aufgestanden, weil er auf Toilette musste und sagte zu mir, oh, die Haare, die stören mich und schon wieder fliegen hier die Haare rum. Und die Svenja ist aufgesprungen, hat überall gesaugt, gemacht, getan. Und ich habe Montag gesaugt, Dienstag gesaugt, Mittwoch gesaugt. Und freitags habe ich gesaugt und bin mit meinem Staubsauger an die Tür gekommen und habe ihn so geweckt. Und er ist rausgekommen und hat mir das Staubsaugerrohr ins ganze Gesicht geschlagen, weil ich mit dem Staubsauger ihn geweckt habe und zu laut war und ich ihm ja aber eigentlich recht machen wollte und nur alles wegsaugen wollte, dass er sich wohlfühlt und habe dann aber wieder einen ganz anderen Fehler gemacht. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass man montags es noch so richtig macht und freitags zählt das alles schon wieder nicht mehr. Und das geht die ganze Beziehung lang so. Und das auszuhalten und dann auch immer die Kinder, man muss ja alles im Blick haben, ja, läuft alles, die Kinder, die kriegen das mit, man muss die Kinder ja auch schützen, dessen ist man sich ja auch bewusst und dann noch den Druck von außen zu haben, das kann man nicht auch noch tragen, deswegen einfach da sein, zuhören, sagen, wenn du mich brauchst, dann ruf mich an, egal wann, und zuhören und einfach da sein, ich glaube, das ist am allerwichtigsten für die betroffenen Personen. Das ist Wahnsinn, wenn du das nochmal so beschreibst, unter was für einem Dauerdruck und so einer Dauerbeurteilung man in so einer Beziehung auch steht. Ne? Also jeder sollte ja das Recht haben, authentisch zu sein in einer Beziehung und man selber zu sein und man sollte ja entspannen, also gerade in den eigenen vier Wänden. Das ist ja der sicherste Raum, den man hat und wenn man sich da nicht mehr sicher fühlt und
dann eben die Freunde auch nochmal den Druck ausüben. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Also wirklich hinterfragen, spiegeln, zu fragen, ist das in Ordnung, dass er sie so mit dir spricht? Ja. Finde ich ein super Beispiel. Und dann wirklich anbieten, wenn irgendwas ist, du kannst mich jederzeit anrufen, ich bin da, wenn Hilfe ist, dass man eben das anbietet und eben da in der Hilfesituation den Druck rausnimmt. Richtig. Auf jeden Fall. Ja. Lass uns noch mal kurz über dieses unangenehme Thema Anzeigen sprechen, weil es einfach da noch so wahnsinnig viel gesetzlich zu tun gäbe in diesem Land. Was würdest du dir denn wünschen, was man verbessern könnte, was eben den Schutz der Betroffenen angeht, was auch die Unterstützung der Betroffenen angeht? Es gibt so viel, was sich noch ändern muss. Es ist einfach so gekoppelt an so viele Sachen. Also als allererstes die Präventionsarbeit natürlich, die Gleichstellung Männer und Frauen. Ja, das beginnt im Kindergarten, in der Schulzeit, zu sagen, dass Frauen und Männer einfach gleichwertig sind. Ja, das ist ja oft das Problem, dass die Männer denken, sie haben noch dieses alte Muster, die Frauen gehören in die Küche und die haben die Macht über die Frauen und die haben das Sagen. Das muss sich ändern in Deutschland. Es muss präventiv gearbeitet werden, dass die Frauen das ganze Konstrukt erkennen können. Denn wenn die Frauen das nicht wissen, ich habe es nicht gewusst. Ich hätte es vielleicht viel schneller erkennen können, wenn ich es gewusst hätte. Hm. Wenn offen darüber gesprochen wird, dann ist es nicht mehr dieses Tabuthema. Dann wird es nicht mehr unter den Teppich gekehrt. Und dann kann man auch schneller handeln. Und man muss sich nicht mehr schämen. Und natürlich ganz klar, dass sich Gerichte, dass sich die Ämter weiterbilden. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es schwer ist, dass sich da weiterzubilden und das auch zu erkennen. Also ich würde von mir heute behaupten, also ich weiß es, dass ich diese Menschen von ewig weiter Entfernung erkennen kann, weil die diese Energie einfach, man spürt es dann. Man spürt instinktiv, wie der Mensch drauf ist und auch an der Mimik, wie das alles abspielt. Das ist immer gleich, das ist Wahnsinn. Die Bilder, die sprechen immer ein und dieselbe Sprache. Und ja, da muss sich einfach viel ändern, dass man auch hinschaut und vor allen Dingen, dass man die Opfer ernst nimmt. Ich kann das einfach nicht verstehen, dass ich eine Mutter habe, die jahrelang Gewalt erfährt und wo dann ein Gutachten über eine Mutter erstellt wird, dass sie psychisch instabil ist. Ja, warum ist sie das denn? Warum ist eine Mutter psychisch instabil, wenn sie jahrelang misshandelt wird? Das ist doch kein Wunder. Ja. Also doch nichts, was aus der Luft gegriffen. Natürlich ist sie das. Aber sie möchte sich doch um ihr Kind kümmern, möchte ihr Kind schützen und wird dann noch damit belangt, das Kind aushändigen zu müssen in eine Gefahrenzone, wo der Vater ja dem Kind was tun kann oder wo es auch weiter lernt, dass dieses Verhalten normal ist. Und das kann es nicht sein. Da muss einfach auch dieser Kinderschutz greifen. Ja, dass die Kinder geschützt werden. Das finde ich wichtig. Also ich kann auch wirklich einfach nur alle Betroffenen darin bestärken. Also zum einen, es ist keiner schuld, der oder die so etwas erfährt. Also das ist glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und genau dieses Victim-Blaming, was ja gerade so unfassbar populär wird, auch aus der Rapper-Szene und was nicht alles. Und Social Media tut ja da auch noch seinen großartigen Beitrag dazu. Ihr seid nicht schuld und ihr habt das Recht, für euch zu sprechen und ihr habt das Recht, euch auszutauschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr die Kraft habt, kommt aus dieser passiven Rolle raus und werdet tätig, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wenn nicht, holt euch irgendwie Hilfe. Bei der Svenja findet ihr alle Informationen. Es gibt den Weißen Ring, es gibt natürlich auch das Hilfetelefon. Es gibt jede Menge Telefonnummern, es gibt das Zeichen, wenn ihr euch nicht traut, wenn ihr nicht sprechen könnt, wenn ihr irgendwo im Supermarkt seid und er oder sie, der eben Gewalt ausübt, neben euch steht. Ihr könnt dieses Zeichen benutzen und je besser und je mehr wir es auch verbreiten, desto mehr verstehen das auch und je mehr können das auch interpretieren und dann im Zweifel die Polizei rufen, denn das macht man dann eben, wenn man jemanden sieht, der um Hilfe bittet. Alles andere, wir sind im Ideal, beziehungsweise in den meisten Fällen wären wir nicht in der Lage, dann da einzugreifen. Also bitte dann die Profis dazu holen. Das ist ganz wichtig. Die Freunde
FreundInnen, wenn die was mitkriegen, eben Hilfe anbieten, aber keinen zusätzlichen Druck ausüben. Finde ich auch wirklich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Boah, liebe Svenja, woher nimmst du die Kraft? Das ist wirklich unfassbar. Ich finde es so unfassbar toll, dass du das geschafft hast mit all den Hindernissen. Und ich finde es Wahnsinn, dass du darüber aufklärst. Also es ist wirklich irre, was für eine gute Arbeit du leistest. Und dieses Gespräch hat auch einfach nochmal gezeigt, wir müssen da öfter drüber reden, wir müssen da mehr dran arbeiten und einfach auch, es sind nun mal mehr Frauen, wir müssen die Frauen da auch einfach mehr stärken in ihrem Sein. So wie ihr seid, seid ihr vollkommen richtig und da hat euch keiner irgendeinen Vorwurf zu machen und erst recht nicht psychisch oder physisch unter Druck zu setzen. So ist es. Hast du noch irgendwas Wichtiges auf dem Herzen, was man unbedingt noch sagen sollte, was du den Leuten an die Hand geben möchtest? Also ich möchte einfach nur sagen, dass wir ja auf, also dass ich auf Facebook die virtuelle Selbsthilfegruppe habe, der sich schließen kann. Die heißt Toxische Beziehungen plus narzisstischen Missbrauch überwinden. Wir haben vier Administratorinnen, die auch gucken, dass keine Täter reinkommen, wo man sich austauschen kann, wo man still mitlesen kann, wo immer wieder Hilfevideos auch gezeigt werden. Auch bei YouTube unter Svenja Beck habe ich auch immer Hilfevideos, weil es ja, eine Frau ist ja auch in einem anderen Stadium, wo man einfach nicht weiß, wo geht jetzt meine Reise hin, und da können Sie auch nochmal gucken, was für Sie passend ist, und einfach sagen, dass ihr niemals alleine seid mit dem Thema. Also wir sind immer da, es sind 24 Stunden immer jemand in der Gruppe, ihr könnt euch immer an uns wenden, wenn ihr Fragen habt, und einfach ganz, ganz wichtig, belest euch über das Thema, auch narzisstischen Missbrauch definitiv, und ihr werdet sehen, dass ihr alle die Kraft habt, da rauszukommen, weil ich habe es geschafft und dann schafft es auch jeder, weil egal wie weit man unten ist, man kann auch wieder hochkommen, und ich wünsche das jeder einzelnen Person, dass ihr da rauskommt, und ich bin an eurer Seite, ich werde immer dahinter stehen und ich möchte euch stützen und ich möchte euch sagen, dass da draußen ein wunderschönes Leben wartet danach. Das verspreche ich euch, denn ich lebe es auch seit 5 Jahren. Das können wir abschließend ja auch nochmal erzählen. Du hast einen tollen Partner an deiner Seite und du hast eine tolle Beziehung. Was machst du jetzt anders? Wie hast du den gefunden? Das wollen natürlich alle wissen. Ja. Nein, das musst du natürlich nicht erzählen, das ist privat, aber wie anders war da das Bauchgefühl? Ganz anders. Also ich habe tatsächlich erstmal geschaut, ist alles das, was er sagt, auch das, was er macht? Also das war mir wichtig. Sagt er nicht nur Sachen und tut sie dann hinterher anders oder gar nicht? Oder, also ich habe ihn lange beobachtet und ich habe lange geguckt, wie seine Art auch ist, mit uns umzugehen, und ja, und ich habe einfach von Anfang an gefühlt, dass er nur Gutes für uns als Menschen möchte, und es ist eine ganz andere Art von Beziehung, eine ganz andere Art, aber es ist eine Art, die uns alle glücklich macht und die uns wertschätzen lässt, also wir sind sehr wertschätzend alle miteinander, und es würden niemals verbale Entgleisungen passieren oder auch körperlich noch nie, also ich würde das auch nie wieder tolerieren, ja, aber ich glaube, mein Bauchgefühl hat mir ganz klar gesagt, das ist einfach das, was passt, auch für die Familie. Und es war sehr schwierig natürlich auch für mich, mich einzulassen wieder auf was Neues, weil das Vertrauen, ich möchte dazu sagen, mein Ex-Partner hatte 9 andere Frauen, von denen ich weiß, während der Beziehung. Also es war auch für mich schwer, da wieder Vertrauen zu fassen. Von daher, ich weiß einfach, also die 5 Jahre haben es auch bestätigt, ich kann mich immer auf ihn verlassen, und das ist das Allerwichtigste. Man muss auch seine eigenen, es gibt keinen Prinz auf dem weißen Pferd, der angeritten kommt und einem alle Probleme wegnimmt, sondern eine Beziehung ist Arbeit und man muss dran arbeiten und man muss auch selber für sein eigenes Glück einstehen. Und es gibt keinen Menschen, der einen glücklich machen kann, sondern man muss innen heraus glücklich werden, und das können nur wir alleine schaffen. Das ist wichtig, an einem selber auch, sich selber auch gern zu haben und lieb zu haben und ja, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Das ist ganz, ganz wichtig.
Abschließende Frage, liebe Svenja, das haben wir ja noch nie besprochen, ne? Aber es fragen ganz viele, wie sie dich unterstützen können, also wie sie deine Arbeit unterstützen können. Ich weiß, dass du Vorträge machst, also man kann dich von offizieller Stelle buchen als Vortragsrednerin. Aber gibt es noch irgendwas? Ist das irgendwie, bist du bei einem Verein tätig, wo man irgendwie auch spenden könnte oder irgendwie sonst irgendwas? Ja. Ginge das denn auch? Oder ja. Der Hessische Rundfunk hat so lange an mir rumgeredet, bis ich jetzt echt endlich meinen eigenen Verein gegründet habe. Der Verein heißt To Be, also wie toxische Beziehungen, oder To Be für gehen, toxische Beziehungen überwinden. Und wir sind jetzt gerade beim Amtsgericht in der Eintragung und den wird es bald geben. Und wir möchten die Präventionsarbeit deutschlandweit ausbauen und möchten auch Stellen anbieten, wo die Frauen unterkommen können. Das muss natürlich alles langsam aufgebaut werden. Und natürlich brauchen wir dafür Spendengelder. Das findet ihr auch alles auf meiner Homepage und auch hier bei Instagram oder Facebook. Also ihr könnt mich da auf jeden Fall unterstützen. Und natürlich brauchen wir dann auch aktive Hilfe beim Verein. Und die Vorträge natürlich, die halte ich überall. Also ich habe jetzt morgen bei Terre de Femme in Dortmund einen Vortrag. Ja, einfach auch nur für einen ganz kleinen Kreis, für die Polizei, für die Jugendämter. Also ich komme auch wegen 20 Personen in eine andere Stadt. Einfach um dieses Thema noch weiter nach außen zu tragen. Super. Also den Verein gibt es schon. Also man könnte quasi ab sofort spenden und euch unterstützen. Ja, das Konto gibt es noch nicht, das läuft noch. Okay, dann sagst du mir noch Bescheid, sobald es geht, würde ich dann einfach nochmal das in die Story packen oder das hier ergänzen. Ich hoffe, es klappt alles mit der Technik, dass ich das auch speichern und hochladen kann. Oh Gott. Aber dann würde ich, dann sagst du mir einfach nochmal Bescheid, dass wir das hier publik machen können, dass die Leute, die unterstützen wollen, das auf jeden Fall dann gerne tun wollen. Oh, das war ganz schön intensiv, ne? Liebe Svenja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Arbeit machst, dass du auch so offen drüber gesprochen hast, weil ich glaube, dass auch ganz viele sich schämen, wenn ihnen sowas passiert und dass sie dadurch dann sich nicht trauen, irgendwie da rauszukommen, zur Polizei zu gehen. Deswegen kann ich es auch nochmal sagen, ihr müsst euch nicht schämen, es liegt nicht an euch, ihr seid nicht Schuld. Trotzdem ist es eine Überwindung. Daher nochmal tausend Dank, dass du darüber sprichst, dass du so vielen helfen kannst dadurch und dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so bist, wie du bist. Ich muss Danke sagen für alles. Vielen, vielen Dank auch über unseren Kontakt. Das ist sehr, sehr, sehr nett und einfach menschlich und dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen. Danke ich für. Sehr, sehr gerne, liebe Svenja. Ich wünsche dir noch einen tollen Abend. Und eine tolle Weihnachtszeit. Ich hoffe, wir schreiben dann vorher nochmal, dass das mit dem Verein klappt. Ja. Und ansonsten, ja, vielen Dank allen anderen fürs Zusehen. Danke. Und verbreitet sehr gerne das Video und die Telefonnummern. Ich schreibe das jetzt alles nochmal, lad das Video hoch, drückt mir den Daumen, dass es klappt. Und alles Liebe an euch. Danke, liebe Svenja. Danke an alle. Tschüss, danke. Vielen lieben Dank. Tschüss.